Und damit herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part The Binding of Isaac Rebirth. Machst du das Licht aus? Mit mir. Hi. Mit Freddy? Muss nicht. Und mit meiner Freundin im Hintergrund, die schon fast schläft. Und ich, Asi, nehme währenddessen auf und Freddy zockt jetzt auch. Es ist übrigens 1 Uhr morgens am 26.12.2015. Genau, und wir nehmen heute entweder Kane oder Latz erzählen. Ich nehme mal Maggie, weil ich mit Maggie ein bisschen was freischaue. Oh ja, Polyphemus, erstes Item, GG. Also Kane oder... Lazarus. Lazarus nicht, entweder Azazel, Samsung oder Kane. Azazel. Okay, Azazel. Oh, meine Maus ist im Bild. Hast du die ersten Azazel-Run gemacht? Ja, aber ich habe irgendwie nichts geschafft in dem Run, glaube ich. Mit Azazel. Ja. Es ist übrigens momentan ein Bug, dass man schießt, wenn man in Räume geht, wenn man auflädt. Oh, Magic Mushroom, All Stats Abgleich zum Anfang, nice. Das heißt, einem bringt dieser Aufladestrahl nichts mehr, weil man am Anfang eines Raumes eh nochmal neu anfangen muss. Achso, ja, mein Damage ist ein Step-Up, nice. Und es wurde übrigens gepatcht, dass man jetzt Türen freispringen kann in Special-Räume. Genau. Das ist zum Glück gepatcht worden und dafür ist jetzt auch dieser Bug da, dass man der Skelettkopf, der kann einen aus Räumen teleportieren, den möchte ich nicht. Oh Gott, ja, oh Gott. Der teleportiert dann draußen nur ein halbes Herz. Ein Raum voller Fliegen, die mir nichts tun. Ich wusste überhaupt nicht, dass die einem nichts tun, bevor Samwer das nicht gesagt hat. Ja, das wusste ich seit dem ersten Ice Age. Ich habe übrigens heute mal das erste Ice Age gestartet und das sieht viel geiler aus, aber es läuft richtig schlecht, ey. Das fällt einem gar nicht auf, aber also als man es damals gespielt hat, aber wenn man jetzt so mal das hier mit dem alten Ice Age vergleicht, dann ist es einfach so. Nein und geil. Das hat ja einen 30 FPS. Und außerdem render ich gerade im Hintergrund. Das heißt, es könnte eventuell zu ruckeln kommen, was ich aber nicht... Ich render die anderen Parts, Isaac. Auch wenn das schon jetzt 3 Tage her ist, render ich die. Ich hatte übrigens extrem geilen Azazel-Run, den ich leider bei Satan beenden musste. Aber mit Azazel habe ich sowieso alles. Da hatte ich erstmal den richtigen Brimstone und den Quad-Shot, also 4 Schüsse. Und mit dem Brimstone ist das einfach... Insta-Win. Ja, jetzt haben wir nochmal ams Coin Purse. Pheromone. Tears Up. Range Down. Und Luck Up. 2 Luck Up Pillen bringen übrigens einen Luck Up Strich. Und unser Damage ist fast voll. Mein Damage ist schon voll. Dann gehen wir mal in die nächste Ebene. Ich weiß gar nicht, was es war, dass wir im letzten Azazel Run nichts geschafft haben. Und mit mir meine ich natürlich nicht. Du hast gespielt. 10 Bomben für Challenge Room, klar, machen wir. Für den Challenge Room gegen Bossgegner. Von Sloth kann man nur Bob's Rain Head bekommen, ne? Oder halt irgendeine Scheiße. Ja, Bob's Rain auch, glaube ich. Ja. Beides sind auch eine Scheiße. Ich glaube, der droppt hundertprozentig Bob's Rain Head. Das ist die Möglichkeit, 200 Bob's Rain Head zu kriegen in einem Run. Das war dumm. Da hätte ich eventuell weggehen sollen. Ich muss noch mit Maggie die dunkle Seite schaffen. Und den Boss Rush, aber ich glaube, das werde ich diesmal nicht machen. Falls ihr keine Ahnung habt, was ihr redet, dunkle Seite ist ja Satan und den Darkroom. Und die helle Seite sozusagen ist halt Isaac und Fascination 2. Die Chest. Die Kiste ist das. Die Chest-Ebene. Die Kiste. Kiste. Mit Sch, aber ne? Ja, normal, muss ja. So, wenn man. Oh, das ist hier der kleine Isaac-Kopf. Ich glaub, der hatte ich im ersten Part auch und wusste nicht, was das ist. Auf jeden Fall ist es so kotzen. Ist doch ein Begleiter, der hinterher fliegt, ne? Was? Ist das ein Begleiter, der dir hinterher fliegt? Ne, dieses kleine, ekelhafte Isaac-Kopfvieh, was auf dem Boden liegt und in alle Richtungen schießt. Also wirklich alle Richtungen. Kenn ich gar nicht. Doch, 100%ig. Sagt mir jedenfalls gerade nichts. Mit unserem Schlüssel gehen wir in den Goldraum, finden Leo. Och. Leo, Alter.
Der Ram ist ja mal richtig nice. Mit Leo kann man... Ist doch richtig zum Kotzen mit Azazel. Hä, wieso? Weil du fliegen kannst und dich auf Steinen verstecken kannst und Leo zerstört die Steine, oder? Ja, aber ich kann Steine zerstören. Steine zerstören ist immer nice. Jawohl. Weil du dann die Chance hast, einen Raum zu finden und allgemein auch blaue Steine zertreten kannst, wenn du keinen Scheiß hast. Du kannst Vasen zertreten, du kannst Totenköpfe zertreten, was nicht unbedingt immer positiv ist. Pilze sollte man mit Vorsicht zertreten, weil die einem Schaden machen können. Gewisse Steine in Subomb auch. Die können einem aber auch Schaden machen. Ja, genau. Und Pilze können halt furzen. Aber es ist toll, dass man einfach alles auseinandernehmen kann. Deshalb ist Leo ein so tolles Item. Ich möchte es kaufen. Oh ja. Und dann sind wir jetzt schon beim zweiten Boss, theoretisch. Bin ich auch gerade. In Fascination 2 ist einfach voll geil. Was ist in Fascination 2? Wenn du einen Gegner tötest, spawnt dann eine blaue Spinne aus ihm. Ah ja, richtig nice. Dann merke ich erstmal diese Bell, das ist ein ganz gutes Item. Nein, Satan's Room. Nicht. Nehmen wir mal Guppy's Paw mit und das andere Teil. In Satan's Room müsste ich eigentlich auch kriegen, auch wenn ich Schaden genommen habe auf der Ebene, aber nur Seelenherzschaden. Ja, ich komme heute mit normalem Herzschaden, ich weiß nicht wieso. Das ist, glaube ich, random. Oh, der große Monstro, der kann nicht hochspringen. Ich glaube, die Chance ist einfach nur höher, wenn man keinen Schaden nimmt. Ja, wahrscheinlich. Der große Monstro kann nicht hochspringen. Das ist sehr angenehm. Squeezy. Zwei Seelenherzen und noch ein Devil Deal. Guppy's Tail und Guppy's Paw. Und ich habe nur ein Herz. Oh, dann würde ich Guppy's Tail mitnehmen, weil mir Guppy's Paw dann eh nichts mehr bringt. Cursed? Fragezeichen? Ja, ein bisschen. Muss ich gerade erstmal ein paar Bausteine liegen lassen? Drei Stück an der Zahl. Ich natürlich nicht, weil ich alles zertreten kann. Curse of the Maze, ja, super nerviger. Oh, Curse of the Maze ist einfach so das Schlimmste, das ist einfach so zu kotzen. Ich meine, der macht ja nichts, aber es nervt einfach. Aber es ist so nervig, es ist einfach... Weißt du, die anderen haben ja irgendwie so Nachteile oder so, aber der ist einfach nur dumm. Ja. Danke, Isaac Entwickler. Goathead. Nice, kann man machen. Und zwei Pillen, eine Lemon-Party und einmal Pheromone. Bringt mir aber eh nichts, das heißt, ich mache jetzt die Pheromone und teleportiere mich mit der The Fool-Karte raus. GG easy. Ja, also wie gesagt, Pilze mit Vorsicht zertreten und am besten gar nicht. Ich meine, daraus oder kann... Oder einfach mit Bomben kaputt machen. Ja, genau. Aber ich habe nur 11, deshalb mache ich das jetzt erstmal nicht. Nur 11? Ich habe so eine... Ah, fuck. Ich brauche eigentlich ungern meine Sachen auf. Dass ich jetzt gerade nochmal aufnehme, liegt übrigens daran, dass der werte Freddy jetzt nochmal Zeit gefunden hat, mit mir Commentary zu machen. Weil ja, ich wollte den Film gucken, also den zweiten Film gucken, aber ich dachte so... Welchen Film hast du denn geguckt? 21 Jump Street. Der ist richtig nice. Ja. Ach, 22 Gott, Jump so Street ist auch richtig nice. Den wollte ich ja nachgucken. Der ist, ich spoilere dich mal nicht, aber der ist verdammt gut. Ja, ich habe gerade einen Herzschaden genommen, wegen diesen Ipekak-Gegnern. Ich hab gerade einfach meinen ganzen Herz und Seelenherzen umgetauscht, weil ich Krampus Head mitnehmen möchte, anstatt Guppy's Paw. Aua, fuck, ich bin auf einen Bombenstein draufgelaufen und ich hab einen Leiter gefunden. Nach Narnia? Ja, nach Narnia. Da gehen wir jetzt mal hin. Bitte kein Schwarzmarkt, bitte kein Schwarzmarkt. Ach, schade. Ist es einer? Nein, eben nicht. Also, wer das jetzt nicht verstanden hat, wenn ich sage, bitte keinen Schwarzmarkt, dann meine ich natürlich, oh, bitte einen Schwarzmarkt. Ich dachte wohl, keine roten Herzen hast. Vielleicht. Du kriegst auch Seelenherzen-Deals. Ja, aber Seelenherzen sind drei Stück und das ist ein Kotzen. Ja, es ist ja praktisch ein Herz. Das ist gemacht, damit man sich mit Guppy's Paw nicht so cheaten kann. Das Book of Sin droppt, glaube ich, immer was random. Weiß ich gar nicht ganz genau. Ja, aber das ist nicht wegen Guppy's Paw gemacht, weil das gab es auch schon im alten Isaac, dass es drei Herzen kostet, wo es Guppy's Paw noch nicht gab. Oder gab es die schon immer? Ich weiß. Klar gab es Guppy's Paw schon immer. Ja? Ich glaube schon. Also ich habe damals Isaac, ja, ich war da irgendwie mal richtig schlecht drin, weil ich kann mit 30 FPS nicht spielen. Ich bin immer noch richtig schlecht drin, weil...
Ja, so schlecht würde ich mir jetzt nicht darstellen. Also, okay, ich bin jetzt nicht der beste Spieler. Noch öfters mal Fehler und Rage Quitter dann, aber. Naja, ich krieg halt öfters mal OP-Runs. So ein Eis, ich jetzt eigentlich Country Fight. Conny, Coin, aber ich könnte jetzt auch. Gerade mal, wer Leo gefunden hat. Die AAA-Batterie mitnehmen. Was hast du gefunden? Leo. Jetzt sag nicht, wir haben schon wieder einen ähnlichen Run, Alter. Hast du Polyphemus? Nein. Hast du Guppy's Paw? Hatte. In den Devil Deal. Heißt, hätte mitnehmen können. Ja, siehst du ja fast denselben Run. Yes, ein Pillenraum mit Lockdown, danke, Range Down und Lock Up. Oh, Gott sei Dank. Ich ruhig mal einen Run, eine Ebene vorher bekommen können, Leo. Da hätte ich wenigstens ein paar Steinchen mitnehmen können. Aber ich habe ja sowieso gerade volle Herzen. Habe ich gerade eine Pille verloren? Oh, ich bin über Amnesia. Zum Glück habe ich mir gemerkt, wo was ist. Die AAA-Batterie ist geiler als der Coin, oder? Durch den man mehr Geld findet. Ein Glücksspielautomat. Weiß ich nicht, was sie genau macht. Also ich habe es nicht richtig verstanden. Ich könnte das schnellere Ding mitnehmen, die AAA. Mhm. Ich glaube, die verringert die Aufladung um einen, die ich benötige. Ja. Boss Challenge Room und in der Kiste, also in der goldenen Kiste natürlich, war Temperance. Nichts weiter, nur Temperance. Alter, ich habe da schon mal nur ein gelbes Herz rausgekriegt. Ein rotes Herz. Ein gelbes Herz. Ja, gelbes Herz. Bin ich behindert? Also, okay. Oh, schade, der Automat ist kaputt und hat mir nicht den Dingens gedroppt. Ja, GG, easy. Piep. Ja gut, dann killen wir jetzt mal Hollow. Hasse Piep. Piep ist so der schlimmste Gegner für mich. Hast du dir den Weihnachtsmod von Zombie installiert? Leider. Nein, ich habe ihn gesehen leider, aber nein, habe ich nicht. Ich fand ihn ganz cool. Die Musik ist immer super. Guppy's Collar oder The Pact? Ich war auch übrigens in meinem AZT, in einem anderen Run war ich Guppy-Form und dann Moment, ich war gerade, bin mal verwirrt, ich muss mich gerade konzentrieren auf die Gegner hier, weil die Explosionsschaden machen. Ja, ich war in der Chest-Ebene, da habe ich halt den Endgegner ohne Problem besiegt. Ich habe mich nicht mal bewegt für, also irgendwie so, dass ich ihm ausweichen musste. Und da habe ich am Ende einen Glücksspielautomaten nachspawnen können, den hatte ich noch mit. Habe ich gemacht, habe ich halt während des Kampfes, habe ich halt meine Leute für mich kämpfen lassen. Ich habe dann einfach ein bisschen gespielt dran und dann habe ich noch Forget Me Now gekriegt, das Item. Kennst du das? Nein. Das resettet die Ebene. Da habe ich einfach die Ebene nochmal resettet und habe einfach die Ebene nochmal gemacht. Ich habe auch eine Amnesia-Pille. Temperance plus Red Blutautomaten, ne? Ja. Ja, dann lass ich den mal stehen, weil ich habe kein Leben. Also kein normales ich Leben. Nicht. Ich auch nicht. Was spielst du? Maggie. Und du hast kein normales Herz mehr? Nein. Ich habe zwei Herzen für Guppies, Core und. Alter, ich hab schon wieder ein All-Stats up. Ich brauch einen scheiß Schlüssel. Ich hab meinen Schlüssel gerade verbraucht. Das ist jetzt das zweite All-Stats up Item gewesen, was ich gekriegt hab. Hm. Nice! Da hatte ich mal Blue Baby. War jetzt richtig zum Kotzen. Also, nice war eigentlich schon ganz geil, aber. All-Stats up mit Blue Baby zur Erklärung: Man kriegt mit Blue Baby keine roten Herzen. War nicht zum Kotzen, was war? Naja. Ein richtig hohes Damage-Up wäre schon geiler gewesen. Aua. Zum Beispiel Cricket's Head. Das geilste Damage-Up, was es überhaupt gibt. So, Gegner besiegt. The Haunt in so einem Raum habe ich auch noch nicht gekriegt. Oh, noch eine Trollbomb. Alter, wie viel Glück habe ich denn mit Trollbombs heute? Pentagramm nehme ich für 3 Dings mit. Für 3 Seelenherzen? Jo. Ich habe auch gerade The Pact für 3 Seelenherzen mitgenommen. Ach ja. Ich brauche einen scheiß Schlüssel. Oh, eine Amnesia-Pille. Ja, gleich neben. Nom nom nom. Nice, Goldschlüssel bekommen. GG easy. Goldschlüssel ist natürlich richtig. Aus einer Kiste, aus einer Goldkiste für einen Schlüssel 2 Schlüssel bekommen. Nice. Oh, guck mal. Oh, Bagger. Nice. Wenn ich mir jetzt nur diese Batterie holen könnte, das würde mich nur einen Schlüssel kosten. Oder ich fliege einfach aus dem Raum. Oh, ein Seelenherz, danke. Ich habe übrigens einen Bagger im Dings. Und Bagger sind geil, weil Bagger sind Bagger. Bad Trip, fuck.
Der Arcade, kein Bagger, schade. Der Hermit. Bombe. Gib mir doch einfach mal ein Item. Der frisst ja schon wieder viel zu viel. Aber es ist nice, wenn sie einem auch die anderen Sachen geben. Die geben einem eigentlich immer nur Gutes. Blue Map. Nice. Nice. Okay, die eben leider nicht verwenden, weil ich habe Amnesia. Danke, Spiel. Na super, jetzt habe ich mich in den Shop geportet und da ist mir aufgefallen, oh, ich habe mein ganzes Geld ja dem scheiß Bettler gegeben. Sag mal, kennst du Thorsten Sträter? Nee, wieso? Weil es einfach ein verdammt geiler Künstler ist. Also das ist ein Comedian. Oh, ich habe Angst bekommen. Ein richtig guter Comedian. Bist du das? Nein, ich bin kein richtig guter Comedian. Doch. Du bist der Doktor. Trollbomb. Meinst du, ich soll doch noch einen Comedy-Channel aufmachen? Hast du auch schon. Ah, der Broken Magnet, den brauche ich überhaupt nicht. Comedy-Channel, dein Channel ist ein Witz. Alter, war das schlecht. Der war einfach richtig gut. Ich entschuldige mich aus tiefstem Herzen. Was habe ich jetzt gekriegt? Jetzt habe ich The Pack gekriegt. Was ist denn dieser braune Vertrag? Contract from Below oder Missing Page 2. Dann habe ich Missing Page 2 gekriegt. Aber Missing Page 2 ist einfach voll scheiße. Was macht der? Wie Missing Page 1 aus Trinket. Wenn du Schaden bekommst, kommt der schwarze Herz nicht weg. Wow, danke. Cat of Nine Tails. Und noch ein Devil Deal mit Krampus. Und Krampus ist tot. Und Krampus hat anstatt den Book of Sin, aber ich mag das Book of Sin ganz gerne, das ist ein Itemgenerator. Und eine Speed-Up-Pille. Meinst du, Krampus hat es besser? Ich hab vollen Schaden. Ich weiß, ich finde das Book of Sin scheiße. Warum? Ich mag das nicht, ich finde das nutzlos. Ich meine, meistens kriegt man sowieso die Items, also genug Items. Ich wette, wenn ich es liegen lasse, dann kriege ich keine Herzen mehr, aber ich nehme es jetzt einfach mal nicht mit. Ich will noch in den Shop. Und die AAA-Batterie behalte ich jetzt allein schon, weil das Trinket sonst viel zu lange zum Aufladen braucht. Ach, die Amnesia-Pille, die will ich nicht. Mann, ey. Ja, ich wollte in den Shop. Was bin ich denn für ein Fröbel, Alter? Fröbel, sagt er. Fröbel. Oh. Ich habe gerade einfach einen Stein weggemacht, um an eine Kiste zu kommen und krieg jetzt mal den Small Rock raus. Der Seelenherz-Konvertierer. Hab gar nicht spawnig, dann ist ja nutzlos. Ja, aber die widersprechen sich doch, ey. Also, du kannst ja sowieso nur einen mitnehmen. Ja, aber ich könnte mir dadurch theoretisch unendlich rote Herzen machen und Gabi's Power mitnehmen. Nein, weil, kannst du nicht. Doch, du kriegst jedes Mal, wenn du Gabi's Power benutzt, aus einem roten Herz drei blaue. Und wenn du den Seelendingens benutzt, dann kriegst du aus zwei blauen ein rotes. Und übersetzt sind das endlos Herzen. Verstehst du? Nee, eigentlich nicht. Du kriegst drei blaue aus einem roten und brauchst nur zwei blaue für ein rotes. Nein, Zombie hat's ausprobiert. Zombie dachte es nämlich auch. Habe ich zufällig gesehen. Oh, Ansos. Ich habe übrigens die brennenden Tränen auch noch gefunden. Alter, ich habe jetzt schon Lack abgefunden, zweimal. Und der Huren ist ja Lacker. Gut, dann gehen wir jetzt mal weiter. Ich hasse voll diese Flammen hier, so mache ich eigentlich explodieren. Nächste Ebene. Ich habe keinen Geheimraum gesucht, ist mir jetzt aber auch egal, weil der Geheimraum hier scheiße versteckt ist. Und nächste Ebene. Gibt es irgendwie die Karte dafür? Ja, die Blue Map ist schon ziemlich nice. Nice! Ich hasse übrigens die Masken. Oh mein Gott, Alter, die Masken sind so richtig behindert, die Gegner. Oh, ich habe volle Herzen. Guck mal, Breath. Und 16 Bomben. Breath ist einfach instant tot gewesen von meinen kleinen Spinnies. Aua. Ich hasse diese Typen, die ihre Köpfe nach einem werfen sozusagen. Und ich renne natürlich einfach ins Feuer. Weil ich ein Spast bin.
Bagger. Los, schluck all mein Geld. Schlüssel. Goldschlüssel. Und den die Portable Slot Machine. Danke. Also der Bagger ist echt gütig zu dir. Ich hab noch nie was Sinnloseres als die Portable Slot Machine gekriegt. Vor allem dadurch kann man ja nicht mein Item erhalten. Ja, die ist halt was für ein Arsch, ne? The Sun macht allen, also deckt die Karte auf, macht allen Gegnern im Raum Schaden und heilt mich voll. Und Magician, der mir mit Azazel nichts bringt, danke. Ist Ice Magician? Ich hab Technology gekriegt. Ich hatte übrigens Technology auch mit, ich hatte Technology, ich glaube Technology 1 und dann hatte ich noch, die Ludwikovo Technologie, das heißt, ich hatte die jetzt mit jedem coolen Item. Obwohl, mit dem Messer fehlt's noch. Meinst du, es macht Sinn, die Technology gegen den Dingens auszutauschen? Ich hab's nämlich getan. Gegen den was? Ja, gegen den normalen Brimstone. Nein, gegen den kleinen Brimstone. Hab ich nicht. Hab ich gemacht. Weil ich einfach unbedacht drüber gelaufen bin. Wird der ersetzt? Ja. Oh. Aber es ist auch keine kleine Technology, dann ist es dann halt groß. Und so viel Schaden, wie ich hab, macht das eh keinen Unterschied mehr. Geheimraum gefunden, danke Spinny. Die Pilze machen mir Schaden, deshalb möchte ich eigentlich nicht über die laufen. Oh Gott. Alter, die Pilze können einem halt Schaden machen, müssen nicht. Lemon Party. Nice. Nice. Was liegt da? Luck-up? Yep, zwei Luck-up-Pillen machen einen Luck-up. Und über den laufe ich einfach drüber, scheiß drauf. Irgendwie haben die in diesem Run noch gar nicht gefurzt, die Dinger. Haben die es rausgemacht? Also es kam, für alle, die es wissen wollen, heute kam ein Patch. Kann sein, dass sie es rausgepatcht haben. Oh, die Infamy-Maske. Die habe ich auch. Soll ich Gimpy oder Ghost Baby mitnehmen? Gimpy ist nice, Ghost Baby ist scheiße. Gimpy ist eigentlich auch voll für den Arsch, weil du kriegst einfach nie was. Ja, spawnt einfach zu selten, aber ansonsten ist Gimpy richtig nice. Ich nehme einfach mal mit. Boss Rush ist sowieso für den Arsch. Cricket's Head. Und ich hatte schon vollen Damage, das heißt, ich habe jetzt doppelt vollen Damage. Also, Cricket's Head ist einfach geil. Ist einfach ein bisschen OP. Black Candle im Dings, Schadensraum. Nice. Nice. Die Black Candle macht auch noch ein schwarzes Herz plus, ne? Ja, aber das musste ich leider aufbrauchen. Beziehungsweise, das hat mir nichts gebracht, weil ich ja wieder aus dem Raum raus musste und ich habe das halbe Herz halt noch. Das hat halt mein Sehenherz geplant, aber draußen lag noch eins. Das heißt, es hat sich gelohnt und ich habe halt nie wieder Flüche in diesem Run. Death macht allen Gegnern im Raum Schaden. Ich habe keine Portkarte, ne? Ich hätte gerne Portkarte. Für welchen Port? IT-Witz. Den ich trotzdem verstanden habe. Ich bin richtig stolz auf mich gerade. Hast du gar nicht verstanden. Okay. Geld? Ich bräuchte im nächsten... Ich brauche in Tiefen 2 unbedingt einen Shop. Bist du nicht in Tiefen 2? Tiefen 1. Ey, ich bin mit Maggie schneller als du mit Azazel. Ja klar, weil ich mir halt wieder die ganze Zeit die Ebene angucke und das mache ich auch. Alles mitnehme. Ich nehme auch alles mit. Die Left Hand will ich nicht. Das war voll geil. Seitdem die Jamene im Video liegen gelassen habe, will ich die nicht mehr. Hat Zombie es gemacht? Ja. Oh mein Gott. Letztes Video. Report Zombie. Zombie no skill. OMG. Also wenn Zombie irgendwann mal deine Videos gucken sollte, warum auch immer, wird er uns hassen. Hauptsächlich mich. Ja, hauptsächlich dich. Eigentlich nur dich. Ich feiere ihn ja. Weil Zombie gesagt, das ist ein schlechtes Item. Tears up. Oh, ein Kleingeld. Bad Trip, Luck up, Lockdown, Speed up und eine Rage Down. Die ganze Zeit ist X-Ray Vision. Na egal, kann ich auch Bomben sparen, ne? Jo.
Super. Mein Damage kostenlos. Ist voll, aber trotzdem wollen halt sich die Gegner nicht. Das finde ich voll zum Kotzen. Ja, kenne ich. Das habe ich mit Technology gerade. So, dann gehen wir mal den Depths 1 in den Gegner. Das ist War, super, danke. Da bringt mir die Lemon Party natürlich erstmal. Oh, das ist super War. Der spawnt auch noch Trollbombs. Die Lemon Party bringt eigentlich ziemlich viel. Ja, aber nur in seiner zweiten Phase. Nein, der doch, hier. Ach, schon, der fliegt ja, ne? Ja. Und der ist tot. Cube of Meat. Gotta lick them all. Ich habe auch einen Cube. Und einen Satan. Nee. Satan mit der Dead Cat. Die Dead Cat ist sozusagen kostenlos. Dann ist hier noch der Contract from Below und Gimpy. Was ist besser? Contract from Below verdoppelt meine Items. Ja. Ist mitgenommen. Ich habe ja volle Leben. So, dann hole ich mir noch die anderen. Ich habe jetzt die Karte ausgeblendet. Dann hole ich mir noch das Seelenherz, was mir jetzt fehlt. Oder die anderthalb halt, aber ich kann mir nicht beide holen, weil eins liegt ja zufällig noch in dem Schadensraum. Aber das macht ja irgendwie keinen Sinn. Kurz mal gucken, was hier noch für Karten liegen. Das hier müsste eine, ja, Magician-Karte, die ich nicht benutzen kann. Das hier müsste auch eine sein, ja. Dann liegt im Secret. Ich habe jetzt keinen Bock, nochmal außen rum zu gehen. Ich spreng mich jetzt einfach nochmal durch den Secret Room. Da liegt auch noch eine Sun-Karte, die möchte ich wahrscheinlich nicht mitnehmen. Das deckt ja die Ebene auf, ne? Heilt mich voll und macht allen Gegnern Raumschaden. Und dann liegt hier noch eine Death-Karte. Death-Karte macht einfach nur Gegnern im Raumschaden. Also ist unsere Wahl gefallen. Und wir sind raus. Ich habe vergessen, den Stein hinter Satan kaputt zu machen. Schade, schade. Ah, zwei Goldschlüssel bräuchten wir dafür. Zwei Schlüssel. Eternal Heart, nice. Aus einer einfachen Kiste. Also entweder war das gerade ein blauer Stein oder es war einfach nur seltsam. Dann ist hier noch so ein Scheiß. Ich hoffe bei Sonnenebenen übrigens immer, dass ich nochmal einen Goldschlüssel kriege. Da würde ich mich dann immer sehr freuen. Fuck. Hot Bombs. Danke. Habe ich hauptsächlich mitgenommen wegen Feuerbomben. Wir nehmen drei Bomben. Schon wieder eine Magician. Fuck, Alter. Die Steine lasse ich lieber heile, sagt er und zertrat sie. Bis ich durch diesen Raum durch bin. Super, zwei. Ach ja, das verdoppelt ja auch die Kistendrops. Gut. Ich komplett vergessen. Komm schon, ich brauche einen Goldschlüssel. Ich habe nur 8. Ja, ich bin übrigens immer sehr gerne sehr sparsam mit meinen Sachen. Oh, ein Bagger. Zwei Herzen. Jetzt mal nur so gefragt, ich hab, ich hab ja mein Eternal Heart. Wenn ich jetzt nach dem Boss einen Satansraum krieg, ist das dann ein rotes Herz oder nicht so? Nee, ich glaube nicht. Also bei Satan ist es eigentlich so. Ich weiß, dass es mal ein rotes Herz kosten kann. Aber ich weiß nicht inwieweit. Also ich glaube, die Turnout wird nicht weggenommen. Meinst du? Ja. Das wäre schade. Ja doch, das wäre schade. Wenn ich keinen HP abkriege. Ja, so. Komm, scheiß drauf, 10 Schlüssel. Also Alter. Wenn du eins, also wenn du, also ich hatte das bisher nur, dass wenn ich ein Eternal Heart hatte und rote Herz noch dazu, dass es dann nicht weggeht. Also dass das dann noch im letzten roten ist, aber ich weiß nicht, ob das also ich glaube eigentlich nicht, dass es so ist, das ist so schlimm. Ich verstehe die Dinger manchmal nicht, weil die einfach in irgendeine Richtung fliegen. Ich hätte das Sun mal benutzen sollen. Scheiße, ich hätte das Sun mitnehmen sollen. Egal. Mein Bild hat gerade geflackert. Ich hoffe, da ist nicht irgendwas kaputt. Doch. Gut. Kurva. Hier sind zwei Dingens drin.
Komm, scheiß drauf, mitnehmen. Oh nein, nicht dieser Hurensohn. Wer? Dark One. Schon das zweite Mal, einmal als Bossgegner und einmal jetzt im Challenge Room für Bossgegner. Loki spawnt sich erstmal fast in mich. Da ist der Secret Room. Geil, dann kann ich mich in den Stachelraum reinspringen. Nice. Geht das? Ich glaube, da ging das nicht. Das ging in jeden Raum, glaube ich. Ich probier's aus. Ja, geht. Guppys Head. Werde ich nicht mitnehmen, aber zwei Teile von Guppy. Heißt jetzt noch ein Teil mehr und ich wäre Guppy. Hätte ich mal Guppys Teil mitgenommen. Tausende Herzen rumliegen. Okay, dann gehen wir halt in den Secret Room rein. Oh yes. Danke, dass ich erstmal noch einen Schlüssel verschwendet habe. Bitte. Noch eine Lemon Party. Und ein bisschen mehr Cash. Kennst du die Anspielung Lemon Party? Nein. Gut. Die willst du gar nicht kennen. Ich hab sie zum Glück auch nicht gesehen, ich hab nur davon gelesen. Ich hatte gerade irgendwie sowas wie Two Girls, One Cup. Ja, das ist sowas. Nur halt nicht mit Two Girls, sondern mit zwei älteren Herren. Ach, du meinst Two Boys, One Bowl? Nein, das auch nicht. Sei ich will auch gar nicht wissen, wo du sowas kennst. Sei einfach froh. Sei einfach froh. The Hangman, wow, danke. Muss ich unbedingt mitnehmen. The Hangman ist wichtig für Azazel. Ja? Ja, ja, klar. Was denkst du denn? Oh ja, ab Best gehen. Shit. Ganz gern ein paar Oh mein Gott, das ist ein großer Raum. Du hättest gern ein paar? Du hättest gern ein paar? Ein paar Guppy-Items. Ich hab hier gerade Fred als Bossgegner. Ich dachte so. Hä, wo ist der Super Secret Room, Alter? Scheiße. Da hinten. Ja, kriegt man nicht durch. Mami! Ich hab alles gespendet, was ich spenden konnte, falls ihr es nicht mitgekriegt habt. Noch schön Satan's Room. Dark Matter nehmen wir mit, komm. Genug Herzen. Die rote Mami tritt nur, ne? Nee, doch nicht, okay. Ein HP ab. Oh Gott sei Dank. Der schwarze Umhang. Den hab ich auch. Damage Up ist mitgenommen. Welches Damage Up? Ja, der schwarze Umhang macht Damage Up. Der macht Evil Up. Ja, der macht Evil Up. Nein, der macht Sin Up und Damage. Erhöht ja. Der laut Zombie. Ja, laut Zombie. Wir haben nur ganz wenig. Platinum God? Hm? Guck mal, Platinum God. Zombie guckt er wahrscheinlich auch immer, aber ich wusste nicht, dass der Damage abmacht. Oh, der macht wirklich ein Damage ab. Wusste ich nicht. Wusste ich auch nicht bis gestern, nein, bis heute. Bis heute. Ich glaube, wunderbar. Gestern. Bis 2 Uhr. Okay. Oder hast du es wirklich erst heute Nacht geguckt? Nee, ich hab's gestern geguckt. Siehst du, Lügner. Bin ich Guppy? Alle deabonnieren. Hä, bin ich Guppy oder warum spawn ich so viele Fliegen? Wenn du ganz viele Fliegen spawnst und Gegner triffst, dann bist du ein Guppy. Es scheint zumindest so, dass ich Gegner. Ich weiß es nicht. Alter, hat mir die Goldkiste viel gebracht. Da war einfach ohne Ende Geld drin. Da war einfach alles drin, Alter. Seht ihr, und diese Steine können einen zum Beispiel Schaden machen. Das ist ein bisschen unnice. Was bringt einem diese Lunge? Monstrous Lunge? Nein, die normale Lunge als Trinket. Lunge? Ach, du meinst du diesen Darm oder so? Ja, irgendwie so am blöden. Wenn du ein halbes Herz hast, dann kriegst du Gemini. Will ich gar nicht. Ab einem halben Herz allgemein oder ab einem halben Herz rot? Ich weiß nicht, also ich glaube, wenn du ein. Ich weiß nicht, wie das seitdem nur ein Eisberg ist mit diesen halben Herzen. Also ich glaube, wenn du auf Schaden bekommst, runter auf ein halbes Herz, rotes, dann solltest du was bekommen. Also auch wenn du dann einmal Schaden bekommst, dann kann kein rotes Herz mehr schaden kriegen. Ja, deshalb meine ich jetzt, also solltest du es eigentlich dauerhaft haben, aber ich bin mir nicht sicher. Kannst du nachgucken?
Ich spiele selber gerade, weißt du noch? Ja. Du musst mit Gurdy besiegen. Ist ein bisschen wichtiger als deine Aufnahme. Gurdy ist auch ein Bastard. Also Gurdy Junior, den Goldenen. Ich weiß nicht, was der macht. Ich hatte jetzt 3, 5 Lackabpillen oder so. Oh, eine Wahrsagermaschine mit mir leer. Eine Range-Down-Pille und eine Tiers-Up-Pille, nice. Also mit einer Chariot in der Hinterhand. Was macht Swallowed Penny? Welcher? Swallowed Penny. Wie sieht denn der aus? So ein runter, also so ein nasser Penny, die hat ja eine Challenge bekommen. Kenn ich nicht. Nicht mal von Zombay? Nein. Zombay, wieso bringst du nichts bei? Hey, this is Teacher Zombay, and he teach you about, Isaac. Ach, verpiss dich doch. Each time you get hit, you drop a coin or two. Also wie das Sparschwein. Ja, nur als Trinket. Wow! Ne, hier ist hier das Kane-Item, ist auch für den Arsch. Das ist dann nämlich das Evil-Up-Item. Also was das macht das Kane-Item? Mayor's Tier Destination, das heißt, du siehst, wenn du in den Raum reinigst, besteht die Chance, dass du halt die Location der Räume siehst. Ja, habe ich schon gehört. Ja, ich glaube, ich bin Guppy. Ich weiß aber nicht, wodurch. Oh, Alter, habe ich viel Scheiße. Hast du Guppys Power aufgesammelt? Ja. Nein. Dann will Nein. Ich auch nicht. Gibt es Gericht, nachdem ich, den Contract from Below mitgenommen habe, glaube ich. Aber das ist doch kein Guppy-Item. Nee, eigentlich nicht. Also ich spawn zumindest Fliegen. Ich habe die Dead Cat mit und... Ja, den konnte ich nicht mehr ausweichen. Und den Tail. Du hattest doch kurzzeitig Guppys Head mit für 2 Items. Stimmt, ich hatte ganz kurz Guppys Head. Ach ja. Das habe ich schon komplett vergessen, Alter. Ja, siehst du, was du, gut, dass du mich dabei hast. Ja, sowieso. Stimmt, da habe ich... Hast du Kishi noch gefragt, oder? Hat er keinen Zeit? Ich habe Kishi gefragt, Julius hat heute irgendwie Geburtstag. Die haben reingeskypt. Der ist wichtiger als ich. Kishi, dachte, du liebst mich. Ich dachte eigentlich, Kishi wäre schon da, also er meinte es irgendwie, weil ich mal wollte fragen wegen Saints Row, weil ich nee, er kann noch nicht fahren. Sein Auto ist doch hin. Ja, und? Zugticket läuft doch. Zugticket läuft bei ihm, okay? Traurig, aber wahr. Er macht jetzt 30 Millionen mit seinem Job und 100 Millionen mit YouTube. Ja. Ich habe übrigens mal unsere drei, wie heißt denn das hier, diese Seite, die Vermutungen über YouTuber anstellt? Über die Verdienste von YouTuber. Social Blade? Ja, genau, Social Blade. Ich habe unsere drei Social Blade-Einschätzungen angeguckt. 0, 0 und 0? Also ich verdiene laut Social Blade $7 im Jahr. Ja. Im Jahr. Und ich? Ich glaube 52, ich weiß es gar nicht mehr ganz genau. Alter, ich bin ja richtiger Rich-Nigger. Ich weiß es aber nicht mehr genau, noch ein Eternal Heart. Boah, ich bin richtiger Dummkopf. Ich kann nachher nochmal nachgucken. Und Kishi war natürlich der Beste von uns. Allerdings hattest du die niedrigsten, also die schlechtesten Steigerungswerte sozusagen. Wie? Ja, die schlechtesten Werte von den Klickzahlen her. Von den Steigerungen der Klickzahlen her. Amnesia-Pille, Lockdown-Pille, Lemon-Party und noch ein Luck-Up, Alter. Ich habe jetzt schon fast volles Luck. 5 von 7. Dann nehmen wir eine Lemon Party mit und dann gehen wir mal weiter. Sieht übrigens noch ziemlich gut aus. Ich habe noch keinmal Krampus. Doch, ich habe einmal bei Mami Krampus Head benutzt bisher. Und jetzt one-hit ich fast alle Gegner wegen den Spinnen. Warte mal, das ist schon Warm 2. Ja. Dann kriege ich ja gar keinen Devil Deal mehr außer Joker. Ach nee, nicht mal dann. Naja, mit dem Joker kommst du dann in die Auswahl halt. Also dass du noch, also dass du nicht hast, also nicht die Auswahl, aber wie nein. Warum 2? Ja, da kommst du nach unten, oder? Ja, genau, nach unten. Oder nach oben gibt's auch, den Raum hatte ich auch schon.
Ja klar, da habe ich den Boss besiegt bei mir. Den Boss? Ich darf ihn nicht spoilern. Ja. Habe jetzt übrigens rausgefunden, wie der Boss in Dingens heißt. In The Dark. Das wusste ich schon vorher. Ich nicht. Ich habe 99 Münzen. Oh, 99 Münzen, seit wann? Ich habe 2. Möchtest du ein paar? Ich hab dafür gerne ein paar Schlüssel. Ich habe nur noch 3. Ich habe nur 7. A Missing Page. Soll ich die auch noch mitnehmen? Dann habe ich gleich beide. Ich habe gleich 2 fehlen. Kannst du gleich ein Missing Book, ne? Ha! Das war lustig. Niemals verstanden, ich verliere. Bob's Rotten Head gerade gekriegt. Also meine Stahl von Klicksand ist so extrem schlecht geworden. Die ist um etwa 1300 gesunken. Ja, seit Dingens. Aber meine auch. Meine ist auch richtig schlecht geworden. Wobei ich nie eine gute hatte. Oh, Small Rock, den nehme ich auf jeden... Bringt mir nichts. Ha! Ich meine, würde mir endlos Geld bringen, aber ich habe endlos Geld. Oh mein Gott, Alter, dieser Raum mit Brimstone-Köpfen ist so zum Kotzen. Wisst ihr was? Das hat das Spiel jetzt herausgefordert. Ich spiele jetzt 99 Münzen leer im Arcade Room, wenn mich das Spiel lässt. Und dann spiele ich nochmal 99 Münzen leer, wenn mich das Spiel lässt. Ihr könnt jetzt vorspulen, bis ich das nicht mehr mache. Also in etwa 20 Sekunden. Oh, mein Lack ist ja auch relativ hoch. Freddy, lass uns über irgendwas Interessantes wenigstens labern, Alter. Ich bin gerade richtig am Verkacken. Ich könnte meinen Adventskalender noch aufmachen. Nicht. Oh, der Spielautomat ist kaputt. Ich habe nur... Ja, ist da, danke. 19 Münzen minus gemacht. Nein, 18. Holz of Steel, das ist schön. Nesia am Arsch. Und Lemon Party. Was, ich krieg trotzdem Schaden von dem Pisser? Gestern Expendables 3 geguckt. Kino oder geguckt? Mein Onkel hat's auf DVD geschenkt gekriegt. Du wusstest nicht, ob DVD draußen ist? Es ist auf DVD ist draußen. Ja? Ja, er hat das DVD geschenkt gekriegt, das ist mir ernsthaft. Ja, ich kann auch das Cover ausdrucken und so ein cooles Dings fake machen, das ist kein Ding. Nein, er hat es aus der Originalverpackung geholt, also ich glaube, es ist wirklich auf DVD draußen. Man kann es doch so original verpacken. Halt's Maul. Wird dir nicht gefallen. Peng, peng, peng und ganz viel Bomben. Expendables, einer der geilsten Filme überhaupt. Der ist okay. Der ist richtig geil, Alter. Aber leider ist Chuck Norris im dritten Teil nicht mehr dabei. Beim ersten dabei? Ja, ich hab den ersten nie gesehen. Im ersten war er auf jeden Fall dabei, im zweiten auch, ne? Ja, im zweiten war er da in dieser komischen Stadt da. Ne, das ist doch der erste. Und das ist der zweite, ich hab den ersten nie geguckt. Ich dachte, das wäre der erste. Nee. Ja, bist du fehlend. Ich weiß es nicht, jedenfalls ist das der geilste Chuck Norris Auftritt überhaupt. Eine Kugel im Magazin, er schießt, der Panzer explodiert und Chuck Norris marschiert ein. Und Chuck Norris kann übrigens auch einen Panzer mit einem M4 kaputt machen. So ist nicht. Klar ist. Einfach der geilste Schauspieler überhaupt. Hallo, ich hab 5 Lack! Und ich krieg nichts von dem Bastard. Ich meine, ich krieg alles doppelt, was ich kriege, aber ich krieg nichts Vernünftiges. Ich kann auch noch gleich den Automaten kaputt spielen. Und hoffen, dass ich einen Bloodbag krieg. Ich sterbe hier gerade eigentlich? Voll. In welcher Ebene bist du? Satan. Satan? Nice. Aua. Übrigens Rückenschmerzen dezent gerade. Ich habe mir am 22. war es, glaube ich, das Video von GLP angeguckt, wo drin er Skatole, nice. Worin er
Also sozusagen das Video, was er letztes Jahr am 21. gedreht hat. Und ich fand die Idee extrem cool. Also jetzt mal wirklich sehr extrem cool. Hab kurzzeitig überlegt, ob ich sowas auch mache. Und dachte mir, nicht jetzt. Ich habe übrigens die ganze Zeit noch weiter geschissen, ohne es zu merken. Geschossen, nicht geschissen. Geschissen habe ich heute noch nicht. Was erzähle ich da eigentlich? Also als ich immer einen AZC-Run, der so super war, als ich so einen anderen Charakter noch freigeschaltet habe, den ich nicht spoilern darf, freigeschaltet habe, da musste ich halt sterben bei Satan. Du hast den geheimen Charakter freigeschaltet? Ja. Gestern gemacht. Der ist extrem scheiße, oder? Ist sowas von... Der ist schlecht. Er hat keine Herzen. Aber er kriegt wenigstens die Devil Deals umsonst. Ja, super. Muss jetzt bis dahin kommen. Ja, die Bombe habe ich zu spät gesehen, danke. Alter, wäre das nice, wenn der Automat einfach so viele aufnehmen würde und noch mit dem Utero sein würde. Das würde mich so weiterbringen gerade. Ich habe schon wieder 77 Münzen, obwohl ich gerade alles an... Obwohl ich gerade den Automat kaputt gespielt habe und den Bagger. Also den Hütchenspieler. Zweimal Tour of Diamonds, das heißt, ich hätte nochmal zweimal 50 Münzen plus. Oder halt 49 die Münzen Maske. Zweimal. Was? Maske. In Famy? Ja. Hab ich auch. Ja, aber ich glaube, ich bin eben weiter als du. Oder zwei. Oder drei. Also ich bin jetzt in der letzten Ebene. Okay, dann bist du eine Ebene weiter als ich. Fuck, das waren die Hände. Also ich bin in der Ebene, also. Du bist ja noch wahrscheinlich im Womp, oder? Ja. Dann bin ich zwei weiter. Ach, du bist, Darkroom. Ich schaff das aber nicht, ich hab nur noch drei Herzen. Ich glaube, ich werde den Darkroom gerade schaffen. Ich brauche einen Herzschaden, scheiße. Gut, dass ich die Firma bekomme, aber trotzdem mach ich irgendwie so null Schaden, also. Okay. Und diese Maske ist einfach so beschissen. Geht sogar. Bei mir hat sie schon 3-4 Mal den Arsch gerettet jetzt. Na, ich meine die Infamy-Maske als Gegner. Ach so, als Gegner hast du die. Ja, als mache ich die auch, aber. Weißt du, ich komm einfach. Mein ich hab grad nochmal Wheel of Fortune gekriegt. Ich renne an ihr vorbei, plötzlich fliegt sie runter, was soll das? So, wie war das jetzt mit Wheel of Fortune in den Satansräumen können. Ich keine Ahnung davon. Ich weiß. Oh, Gott sei Dank. Oh. Ich hab so einen blauen gekriegt. Ich hab ja nur noch bin tot, 200 super. Münzen. Ach stimmt, ich bin ja Blue Baby jetzt wieder. Super, jetzt kann ich mit Blue Baby das alles mal freischalten. Oh, Blue Baby ist vor allem so ein richtiger Bastard. Ja super, Monstro 2 kann ich direkt eigentlich auch von dem run. The Lovers? The Moon? Bringt mich zum Geheimraum. Nämlich sobald, eine Rune. E-Wars? Was macht E-Wars nochmal? Weiß ich nicht. War das der, dass alle Gegenstände zerstört werden? Alle Steine? Nein, das ist Haggarless, glaube ich. Die hast du auf jeden Fall letztens freigeschaltet durch die eine Challenge. War Haggarless nicht der alte Multiplikator? Nein, das war... Das war Jera. Naja, stimmt. Kannst du noch gucken? Komm, du bist ja eh gleich tot. Du auch. Super, jetzt bin ich 100%ig tot. Erst mal direkt vom Boss, Dark One, das heißt. Okay, den ersten habe ich kaputt. Also den schlechten Dark One. Glück gehabt. Ach Gott, liegt hier noch viel Scheiße rum. Also ich meine den schlechten im Sinne von schlecht für mich. Achso. Super. Und ich habe ihn gefeiert, dass er ist in mich reingesprungen. Danke, Spiel. Könntest du mir. Ich kann nicht abwarten, bis du tot bist. Oh mein Gott, der ist tot. So, ja. Noch eine Kiste? Oh, noch Spider-Bart, danke. Die Tonnen, ja, danke, das wird mich retten. Okay, ich guck schnell nach. Oh, Spider-Bart ist hier ein Drecks-Item. Ewas, creates a trapdoor, du kannst nach unten gehen. Also komme ich so oder so zu Satan. Das finde ich meine beste Idee. So, hallo Endboss? Oh, guck mal, willst du mich töten? Bisher lebe ich noch. Wie viel Herzen? Ich bin tot.
Er ist übrigens tot. Ja, lief auf Wir können hier übrigens noch 6000 Münzen lang spielen. Ich hole mir nochmal kurz meine Verdopplungskarte, damit wir nochmal die Scheiße verdoppeln können, damit wir nochmal länger spielen können. Also es wird heute ein richtig langer Part. Wir sind jetzt schon bei 43 Minuten. Welche Challenge mache ich? Weiß ich nicht. Hast du nicht schon alle? Nein, mir fehlt noch 6, 7, 8, 9, 3, 10 fehlt mir auch noch, 13, 17 und 20. Okay. Mach 20 ist doch lustig, oder nicht? Furious, die Scheiße. Ist es nicht einfach ein ganz normaler Run dann? Ja. Wird bald gleich nochmal neu anfangen, weil ich Schaden gemacht habe. Ja, die letzte Challenge ist einfach ein ganz normaler Run. Nein, du kriegst deine Items, also keine Itemräume. Was ein Bastard. Eine Tiersabpille, nice. Wer ist ein Bastard? Ja, die Challenge. Damage up, nice. Jetzt macht meine Bombe ein bisschen mehr Schaden. Seitdem ich Thorsten Sträter gesehen habe, muss ich bei dem Wort nice immer an was denken, was wahrscheinlich manche von euch kennen, wenn sie Thorsten Sträter kennen. Ich weiß nicht, was Thorsten Sträter ist. Thorsten Sträter ist ein richtig guter Comedian. Also du. Ich würde so behaupten, der beste. Ernsthaft, den Dollar? Ich hatte den Dollar noch nie. Ich habe keinen Automaten. Ich hatte den auch noch nie. Doch, ich hatte den schon voll oft. Aber ich habe keinen Automaten mehr, woran ich das verspielen kann. Weißt du, ich komme kurz in meinen Steamer da. Overlay. Ich spiele schon 74 Stunden, da spiele ich jetzt noch nie einen Dollar. Guck mal kurz nach, wie lange ich spiele. Ich sag 60. Hä? Wie lange habe ich schon gespielt? 60? Ach. Und Mams Hart ist tot. Nach. Ja, mach ich gleich. Warum nicht jetzt? Die Abonnenten sollen das sehen. Ach Mann. Ups. Keine Ahnung, ob es gerade noch lief. Ich habe versehentlich falsche Tasten gedrückt. Wo kann ich das nachgucken? Shift-Tab. Ja, dann komme ich hier zu meinen Freunden. Errungenschaften, Guide, da Diskussion. Da oben, ganz oben links steht das. Oh, okay. 62 Stunden. Und 20 Stunden in der letzten Woche. Ich hab 28 in der letzten Woche. Und 51 jetzt. Also 51 Minuten. Ja, ich bin jetzt 52 oder so dabei gewesen gerade eben. Und halt 54 Minuten. Nein, 45 Minuten im Dingens. Spiel. Ne, den Geheimraum suche ich. Ja, du hast das Spiel vor mir gestartet. 53 Minuten derzeitiges Spiel. Schon 53 Minuten auf. Nein, ich nehme 46 Minuten auf. Und ein bisschen. Hängst du die ganze Zeit im Intro-Screen oder so? Assi. Ja, fuck, wo ist der Super Secret Room, Mann? Ich will den finden, ne? Hab ich den schon gefunden? Ne, ich will den finden, ne? Ach, hier liegt noch Geld. Juhu, ich habe wieder 96 Münzen, obwohl ich noch einen Dollar rumliegen habe. Also es ist immer so, entweder du hast zu wenig Geld oder du hast einfach viel zu viel Geld. Ich hatte sogar schon mal, dass mein Geld genau ausreichend war. Hat nicht zu viel. Ich nicht. Das hatte ich noch nie. Ich habe entweder immer viel zu viel oder viel zu wenig. Bei mir gibt es echt nur die zwei Stadien. Wo ist der verfickte Raum? Arsch Kann der es Welt. Sein, dass es keinen Super Secret Room gibt? Zombie hat sowas mal erzählt. Ja, hatte ich auch schon öfters. Ich hätte gerade fast den Dollar mitgenommen, obwohl ich 96 Münzen habe. Na und? Ich würde ihn trotzdem mitnehmen. Ich nehme ihn auf jeden Fall mit. Aber ich hatte gehofft, im Super Secret Room noch was zu finden. Also da ist er nicht, da ist er nicht, da ist er nicht. Geldspendenautomaten oder was? Ja, nein. Der ist voll. Ein Ding ist voll. Achso. Eine Donation Machine wollte ich nicht mehr. Oh, fuck, schon wieder fast den Dollar mitgenommen. Einen richtigen Spielautomaten. Kann der am Arcade angrenzen? Eigentlich nicht, ne? Nein, der darf. Also der Super Super Room kann nirgendwo angrenzen. Nein, darf der an einem Arcade sitzen? Nein, Arcade ist ein Special Room. Ja, und Samuel hat gesagt, dass das nicht geht. Darf dazwischen eine Schlucht sein? Wie eine Schlucht. Ja, eine Schlucht. Ein Abstand.
Nein. Dann ey, das kommt doch nicht hin, das wäre doch dumm. Also ihr könnt mir jetzt mal alle von mir aus in die Kommentare schreiben, einem Person halt. Hi Jörg. Wo der sein soll? Ich habe keine Ahnung. Ich nehme jetzt meine Tour of Diamonds, habe 99 Münzen. Jetzt nehme ich den Dollar mit. Hab nochmal 99 Münzen. Das heißt, ich habe jetzt mehr als 99 Münzen. Und ich könnte auch noch ein bisschen Geld einsammeln. Dann nehme ich im Devil Room Awas. Neben dem sowieso schon bestehenden. Yay, nochmal Geld. 100 Münzen. Ist Jörg auch so ein Isaac-Profi? Guck mal, jetzt habe ich zwei Klappen nebeneinander. Wenn Isaac-Profi ist. Ja klar ist ja Jörg ein Isaac-Profi. Jörg ist ein Profi in allem. Experimental irgendwas habe ich gerade geunlooked. Habe ich geunlooked, ja, das ist wirklich verstanden. Hast du den Super Secret Charakter eigentlich gewollt unlocked oder? Ja, weil den ungewollt zu machen ist es. Also durch Zufall das zu machen ist unmöglich. Musst du alles direkt hintereinander haben oder ist es egal? Ja, unabhängig. Du musst alles direkt in der Reihenfolge und darfst das letzte Mal kein Seed benutzen, weil den ersten habe ich einfach benutzt. Ja, das habe ich schon gelesen. Ich habe mir heute so ein bisschen die Charakter durchgelesen. Willst du ihn richtig freischalten oder also willst du selber raus oder willst du cheaten durch den Internet? Was meinst du mit cheaten? Ja, halt gucken, was man für den freischalten muss. Ich weiß schon, was man für den freischalten muss. Alter, das durch Zufall rauszufinden ist unmöglich. Man kann es aber rausfinden. Wie? Indem man mit einer mit diversen Trinkets in dem Suicide Room stirbt oder wenn man einfach mal aufpasst. Weil in den Startscreens oder so kann man das irgendwie sehen, stand das. Ja, oder ich glaub's einfach nicht. Hä? Ja, oder ich glaub's einfach nicht. Was, ich glaub nicht, dass man nicht das irgendwo sehen kann. Ja klar! Wenn man Run startet, dann sind immer so kleine Bildchen und dann zeigt dir das Spiel halt, also es ist jetzt nicht so direkt, du musst das und das machen, aber dann kannst du darauf schließen dann. Und man kann halt noch halt mit so einer Karte da irgendwie in dem Suicide Room da sterben, also sich selber umbringen, damit man einen Tipp dafür bekommt. Weißt du? Nimm Suicide King, oder was? Nein, mit ich weiß nicht, wie das Trinket heißt, das schaltet man glaube ich mit Lazarus oder so frei, oder? Mit irgendeinem anderen Charakter auf jeden Fall. Das ist so Mysterious Paper oder so. Wenn man das dann halt hat, dann muss man halt in den Dings Room gehen und da in welchen Dings Room? In den Suicide Room, wo einfach so ein Spike auf dem Boden ist. Ach, der! Guck dich mal klar aus, Junge. Ja, der Suicide Room, was denkst du denn? Ich dachte gerade einfach gar nichts. Siehst du, musst ein bisschen denken. Der Bud Penny, ich hab keine Ahnung, was der macht, aber der ist bestimmt scheiße. Wenn du Geld hast, dann pupst du. Ja, super, dann könnte ich jetzt irgendwie 7000 mal pupsen. So, Bossraum gefunden. Eine total dumme Bombe gelegt, die überhaupt nichts gebracht hat. Super Secret Room, bitte. Wieso? Ich will einen Super Secret Room haben. Fick dich. Hey, ich will keinen Super Secret Room. Ja. Mit Pillen, fick dich. Bad Trip. Range Down, Lemon Party, Luck Up. Fuck, ich hab die Lemon Party genommen versehentlich. Okay, ich hab fast volles Luck übrigens schon wieder. Echt nicht. Ach, gar nicht verdient. Aber ich spiel Challenges. Challenges für den Arsch. Ey, deshalb verdienst du es ja nicht. Ich hab schon fast alles andere freigeschaltet. Jetzt stehen jemand mit. Oh nein, nicht Bloat, nicht Bloat, nicht Bloat, nicht Bloat. Ach Gott sei Dank tot. Bloat ist so ein Bastard. Die wäre ja mal richtig assi versteckt gewesen, der Geheimraum. Alter, wo soll der Geheimraum sein? Da, wo du ihn versteckst. Da ist er. Oh Gott sei Dank. Ach, fuck.
Fuck, wieso kein... Judas Zunge, ja, brauche ich jetzt unbedingt. Ja, jetzt habe ich einen Furz im Pilz gefunden, danke. Dann gehen wir jetzt mal mit 10 Herzen zum Boss. Zu Satan. Und legen hier mal eine Bombe hin, weil die so oder so Schaden macht. Macht sie. Ja, es ist eine brennende Bombe und erste Phase ist tot. Zweite Phase ist tot, habe ich gar nicht mitgekriegt. Dritte Phase ist tot. Und wir haben Satan besiegt. Mal wieder. In 52 Minuten, das ist ziemlich gut dafür, dass wir alles gemacht haben. Und dann hoffe ich, euch hat der Part gefallen. Schaut auch beim nächsten Mal wieder rein. Und wir schauen uns nochmal an, was wir entlockt haben. Nichts. Wir haben so Demon Tail. Und das andere Ending schauen wir uns gar nicht an. Dann bis dann. Tschüss. Oh.